So, wir sind wieder an der Stelle jetzt. Und zwar am Smaragdhain hier im Westen. Wir werden jetzt also langsam mal ein bisschen diese Stelle hier erkunden. Ich meine, an der Stelle kamen wir raus aus den Höhlen. Ich glaube, das war das Ende, die auch ins Gefängnis mündeten. Gucken wir uns jetzt nochmal kurz hier um. Ob es irgendwas gibt. Kommt man nämlich höher. Schaut mal an. Hat mal einen Weg, der hier hochführt. Ich habe ansonsten keine Zauber geändert, nichts gemacht. Es ist immer noch alles Standard. Da braucht man nicht gehen, glaube ich. Nö. Da oben ist was. Versteckter Vorrat. Okay, dann versuchen wir diesen Vorrat noch zu erreichen. Das ist die Stelle, wir haben ja von den Harfnern da. Oder diese Harfnotiz gehabt, dass da irgendwas versteckt wurde. Netterweise ist ja der Platz auch markiert und nicht einfach so wie, hey, viel Spaß beim Suchen. Wir gucken mal, Drachen-Eipilz. Aber ich glaube, die ganzen Sachen auch nachwachsen können. Diese Steine sehen seltsam aus. Gibt es da irgendwas? Nö. Gut. Dann speichern wir mal, bevor wir hochgehen, weil wer weiß, ob oben uns eine kleine Gruppe irgendwelcher Wesen erwartet. So, hier ein Verteil auch hingefallen von... Okay. My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw, and that, love, was that. They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Freut mich, heißt er leider doch. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Bitte was? Der port uns einfach weg. Wir haben die Notiz gekriegt von einem Harfner, dass da irgendwas versteckt sei. Wir kommen an und werden von einem Barden irgendwo hingezogen, wo es sehr hell ist. Aha. There, middle of somewhere. Nettes Dekor. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Mhm. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary, conceivably, but a savior, that's for certain. Mal sehen. Warum glaubt ihr, dass ich gerettet werden muss? Warum wollt ihr mir helfen? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. Dieser Blick so. And you're in dire need. One skull, two tenants. And no solution in sight.
I could fix it all. Like that. Investikor. Ich würde alles tun, die Larve. Ich muss drüber nachdenken. Wir machen das erst erstmal, gucken, was passiert. Oh, that's disappointing. I prefer it when my clients put up a fight. Only to realize victory was never an option. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Und wenn ich den Pakt eingehen möchte, wo würde ich euch finden? I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Ach so, ich durfte nicht mal was essen davon. Teufelschnitt einfach. Tagebucheintrag? Wie wär's? Irgendwas? Irgendein Hinweis, was hier passiert ist gerade? Aha. War noch nicht geschafft. Okay, komm, kleiner mal. Durch den Zauber des ersten Grades. Ah. Damit kann man wohl kurzzeitig einen neuen Zauberplatz kriegen. Hat sich jemand geheilt eigentlich von uns? Ganz kurz. Der hat mehr als genug. Sie könnte mal ein paar brauchen. Ja, auch. Okay. Stapel teilen. Und zwar einen an ihn, einen an sie. Eine Felsspalte. Das ist das Geheim versteckt. Haben wir da nicht einen Hinweis gekriegt? Nein. Gut. Vermittelt Blutflaumen. Okay, in Farben einstellen. Ist das jetzt die große... Das ganz Geheime. Hier haben wir noch ein Ölfass. Wenn wir es gewagt hätten, hier anzugreifen. Hier ist ein Skelett. Da finden wir Silberanhänger. Göttliche Führung. Das ist doch ganz nett. Attributsverstärkung. Können wir das nicht hingeben? Necklace matches the sigil in that cave. The harpers were busy. Genau, und da könnten wir doch ihm das geben. Da hätte er theoretisch auch nochmal das als Aktion. Bonus auf Attributswürfe. What to do? Ja, wie lang? Warte mal ganz kurz, wie lang? Why have the magic touch? 10 Züge. Könnte man also theoretisch sogar vor Gesprächen machen. Okay. Das war also der Hafner gewesen. Und wir gehen mal kurz in die Felsspalte. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Druid, ich auf den natürlichen Rhythmus der Spinnen einstellen. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Druid, mit Tieren umgehen, sanft mit den Spinnen sprechen, der Hoffnung, sie zu beruhigen. Komm, wir sind Druide. Ja, so erwarte ich das. One by one, the spiders retreat to the rear of the crevice, lulled by your murmurs. Wutsch nach dem Beutel greifen. You stash the bag. Something clinks among the coins. Hätten wir sonst Schaden bekommen oder hätten wir sonst einen Angriff von Spinnen hier gehabt? Ich meine, hier ist ein Ölfass. Inspiriert Sonderling. Na, endlich haben wir Inspiration erhalten.
Okay, sogar erhalten im Gegensatz dazu, dass wir einen Kampf hätten. Wo ich gern gewusst hätte, wie viele Gegner man hätte hier. So, wir öffnen das mal. Wir bekommen Geld. Binneisack. Man könnte es werfen und dann hätte man... Okay. Interessant. Cool. Damit haben wir das hier erledigt. Gibt es hier irgendwas noch im Boden? Nö. Dann gehen wir nochmal zurück. Hier geht der Weg dann runter, nehme ich an. Gebrustene Kapsel. Ist hier noch irgendwas hier hinter der Ecke versteckt? Nö. Dann gehen wir mal auf den Hauptweg zurück, noch als allerletztes in der Folge. Aber interessanter, wir haben also mit einem Teufelchen könnten wir einen Pakt eingehen. Noch wird er es nicht machen, sondern er wird warten. Wahrscheinlich, weil alle anderen Sachen dann schief gehen werden, vermute ich mal stark. Aber gut zu wissen, dass es sowas gibt. Also irgendwo hier müsste es jetzt diesen Eingang, Ausgang, Durchgang geben. Da haben wir. Ich habe falsch an der Lippe. Ernsthaft. Weil so riesen viel Blut. Genau, also hier ist die Steintür, wie gesagt, zum Gefängnis. Road to Baldur's Gate is a long one. Who knows how long it'll take these folks to get there on foot. If they make it, they're slow, vulnerable. Half or more will die long before Basilisk Gate. Doesn't seem to trouble you a jot. What good would it do for me to be troubled? We can't save them all. So, wir sehen hier erstmal drüben irgendwo, hier in der Entfernung sehen wir Dasher. Ich wollte jetzt nochmal gucken, Inspiration. Hier, sichere den Beutel aus der Spinnnische. Sehr schön. Schauen wir mal, was uns da so passiert. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? Not one in particular. The city is a veritable feast of sweethearts. You must be eager to get back, then. Slimmer pickings out in this wilderness. Ja, ja, ich weiß schon, was er für Süßigkeiten am liebsten haben möchte. Ich glaube, ihr wisst es auch. Alles, wo drin Blut läuft in den Adern, ist bestimmt eine kleine Süßigkeit für ihn. So, wir haben einen Beutel. Blutstein. Aha. Jetzt sind wir ins Lager. Geld aufheben. Drüben ist eine Brücke. So, was haben wir hier? Da war doch irgendwo Schild aus Holzresten. Strange. It looks healthy, but it's stone dead. Ah, das ist definitiv ein Goblin-Schild, würde ich sagen. Wir hatten doch aber irgendwo gerade dort oben eine zerbrochene Kapsel. Ach, dort unten. Ist klar. Ausgeblutetes Schweinefleisch. Nun gut. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brainworms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Heiko und den Kadaver mal untersuchen. Okay, was finden wir hier? Irgendein vampirisches Wesen? The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see two small puncture wounds. Zwei kleine Löcher. Aha. And is it dead enough for you? Wer könnte das gewesen sein? Seltsame Spuren, kennt ihr sie? Na, mein kleiner Blutsauger. It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry. I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors.
Now please, let's go. Genau, wir werden keine anderen Besucher haben, die uns irgendwie stören. Nee, das macht er schon alles. Schön. Okay, ich würde bei der Brücke ungern gleich rübergehen. Was steht denn dort an dem Schild? West Baldur's Gate, East Elturel. Da drüben sehen wir drei Leute. Einer am Boden, zwei stehen noch da. Vielleicht Wegelagerer, vielleicht welche, die gerade irgendwas erlebt haben. Wie immer, wir machen erstmal die Runde rum. Kann man sagen, auf jeden Fall an denen vorbei. Wird gespeichert. People up ahead. Something's wrong. Wahre Seele der Absoluten. Novizin der Absoluten. Das Absoluten ist doch gerade Goblin. Haben wir doch gerade gelernt von der Goblin-Dame, die gefangen war. Also könnten es welche sein, die dem Kult angehören? So. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Heilkunde, seine Wunden sehen tief aus. Ich kann vielleicht helfen. Och nee. Komm, Inspiration. Achso, Moment. Moment, ist die Inspiration, wenn wir das Sachen machen, ist das dann für immer voll... Wartet mal. Nee. Ganz kurz, ist diese... Jetzt habe ich mal eine Frage. Die Inspiration. Ist das etwa das, was wir kriegen, wenn wir... Sachen machen, die unserem Charakter entsprechen. Das sind also wichtige Würfe, die ich jetzt einfach sofort haue. Richtig? Wenn es mal schief geht, dann lade ich. Ich sollte die also nicht so häufig einsetzen. Okay. An Eulenbär. Ein Eulenbär. If there's anything you can do. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Useless. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him! He will. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Ich bin keine wahre Seele. Wahre Seele? What? Are you testing us? A true soul like you has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you will rule. Gefällt mir nicht so. Please. Any supposed new god would have an uphill battle. Ziemlich grob Zusammenfassung. Ihr müsst euch besser in eurem Glauben bilden, Novize. Irrt euch. Ich bin keine wahre Seele. Okay, ich, vielleicht. Halt. Okay, warum seid ihr draußen? We know that all too well, sir, but
The Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Warum hat es den hier erwischt? You! Brenna! Kill him! Was? Moment. Was habe ich gerade angeblich gesagt? Moment. Das ist nicht das, was ich glaube ich wollte. Hier. Dabso will, dass wir sie finden, um jeden Preis. Ich habe diesen Abschluss überlebt. Ihr habt mich gefunden. Ihr tötet ihn. Tja, wir hätten ein bisschen mehr rauskriegen können. Aber... tut mir fast ein bisschen leid. Aber gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. On the way. One can't always be a gentleman. Ich setze hier keinen Zauber ein. Wir laufen auch mal dahin. Don't get too close. Time to push my luck again. Und ran. Schade. Und dann haben wir noch sie. Sie könnte eigentlich auch mal... Nun gut. Dann... Ich habe... Also ich muss sagen, ich habe ja überhaupt keinen Bock, bei ihm Zauber einzusetzen. So, was macht die Säure mit uns? Zustand, verringert die Rüstungsklasse. Nun gut. Mhm. Okay, unsere Würfe sind ein bisschen schlechter. Wir können aber auch mal probieren, umwerfen. Ja, eine echt hohe Verteidigung. Survival is all that matters. Got to focus. Okay, es sollte Nahkampf machen. Hat sie noch irgendwas? Nee, machen. Wie gesagt, auch hier. Let's turn someone inside out. On with the weave. Auch er hat Säure abgekommen. Was hat denn er für eine besondere Eigenschaft, dass er so... Keine Ahnung, warum er so hohe Verteidigung mäßig ständig mir wegflutscht unter den Fingern, aber... Dann machen wir halt. Wir haben das nur... Ja. Ich doch einen Zauber nehmen, hä? Das ist doch Quatsch. Gut. Some healing for a wizard in need. Ernsthaft, wir. Es kann. Nee, wir machen da eine kleine Rast dafür. Ich wollte schon sagen. That
took the edge off. Ah, die zweite hebe ich mir nochmal auf. Okay, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wie ich wollte. Kettenpanzer gekriegt. Ans Lager schicken. Langschwert ans Lager schicken. Vielleicht hätten wir Infos bekommen, aber... Strange power resonates within the corpse. Es ist nun mal so, wie es ist. Let its host's memories go to waste. The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Die Larve spielt mit mir, widersteht er, verschließt seinen Geist, du wirst dich nicht von Elis persönlich beeinflussen lassen. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ja. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Was wäre passiert, wenn wir es nicht geschafft? Irgendeinen Malus bekommen? Darf ich jetzt looten? Finde ein Heilmittel. Das ist übrigens wieder ein Wesen. Oder war es die Larve, die jetzt abgehauen ist? Wir haben einige Kultisten getroffen, die eine Gottheit anbeten, die sie die Absoluten nennen. Einer von ihnen konnte telepathisch mit uns kommunizieren. Was bedeutet, dass auch sie infiziert wurden? Mhm. So, er hat Salami mit. Geschreitender Wurstring. Und Schaft eines zerbrochenen Speers. Ich denke nur an Divinity, da hatte man ab und an so von irgendwelchen Artefakten immer die Hälfte gefunden. Was manchmal echt unschön war, weil man wollte dann immer wissen, wo kriege ich die andere Hälfte her. Und da hatte man eine starke Waffe, also eine angeblich starke Waffe, weil sehr oft waren sie dann doch etwas nicht das Erhoffte, sage ich mal. So, wir haben hier Kultisten gehabt. Und ich habe hier auch wieder gelernt, die Hybris, alles im Nahkampf zu erledigen, sollte man stecken lassen. Ab und zu ist es doch ganz gut, mal einen Zauber auszupacken. Hier ist ein Stiefel. Ist einer hier schwimmen gegangen? Und das ist ein Sarg. Übrigens auch eine schöne Sache bei Divinity war, es gab physische Widerstandsfähigkeit und magische bei der 2. Erst wenn man die runtergeschlagen hatte, physisch zum Beispiel, konnte man dann irgendwelche Zustände bewirken, die physisch sind, oder magisch, dann konnte man erst einschläfern und sowas. Hatte schon durchaus eine gewisse Faszination gehabt, dann da taktisch vorzugehen. So, hier haben wir alles. Spinneneisack ist auch noch wichtig. So, wir könnten jetzt hier uns mal den Sarg anschauen. Da sind wir ein Holzlöffel. Und da ist eine große Höhle. Und ein Weg, der hier hochführt. Oder wir gehen hier unten weiter. Und da kommen wir zu dieser Kapsel. Lass uns da erstmal lang gehen. Vielleicht finden wir bei der Kapsel ja noch irgendetwas. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Auch hier wieder finden wir ein Goblin-Schild. Das Hinweis sein könnte, dass auch hier die Überlebenden, die eventuell Überlebenden, mitgenommen worden sind.
Ruhenest. Fast übersehen. Also nicht so oft Alt drücken, sondern auch mal wieder die Umgebung anschauen. Was sind eigentlich? Oh, taktische Karte. Ach, von oben. Ah. Okay. So, bedeutet also, hier haben wir einen Weg, der unten entlang führt. Wir können ja zumindest mal in die Richtung leicht gehen, um zu gucken, was hier in der Höhle ist. Ich meine, wir haben immer noch die Brücke. Ich weiß. Hier gehen schon wieder zwei Wege hoch. Einer hier oben lang. Einer hier lang. Und oben sehe ich schon Blut. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Eulenbären sollten in der Nähe sein. Boah, Eulenbären sind so niedlich. Ich denke an Dungeons & Dragons, den Film. Okay, wir gehen mal in das Eulenbärennest rein. Vielleicht sind die ja ganz lieb und nett. Vielleicht wollen sie ja gar nicht kämpfen. Vielleicht haben sie ja auch mit etwas selber zu kämpfen. Vielleicht Gegner, eine Krankheit oder irgendwas anderen. Ansonsten sind die nicht ohne. Ich weiß nicht, ob ihr schon Eulenbären gesehen habt. Vielleicht habt ihr ja aber auch Lost Ark gespielt. Da gibt es auch Eulenbären. Der ist noch ein bisschen anders. So. Ausgeweihter Goblin. Feind meines Feindes. Dead owlbear prey, no doubt. Da vorne ist erhöhte Position. Da ist ein Schatz. Aber wenn hier so viel Zeug rumliegt, ist bestimmt das auch eine Falle. Wir sehen, da drüben ist auf jeden Fall eine große Höhle. Ich denke mal, es ist der Hort, weil hier ist auch ein Ei. Wir probieren mal, an der Stelle runterzugehen. Und schauen mal, was passiert. Looks like a shrine to Saluna over there. Arkane Kunde fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hier hinten ist ein Buch auf jeden Fall. Wir probieren mal. Was ist denn das? Schriftrolle Gedanken wahrnehmen. Über allen schief. Sprechen mit Tieren. Glaskelch. Heiltrank. Weihrauch. Alter Foliant beschreibt. Okay. Schar und Selun. Hat nicht bei Schar irgendwie unsere Schattenherzen ein bisschen große Augen gekriegt? Shop around, he said. And he might be right. We've had no luck so far. If we don't know what we're walking into, that bridge will collapse under us. Okay, die wollen alle mit uns sprechen. Okay, wir sollten immer mit der Gruppe nochmal reden, nachdem solche Sachen sind, auch wenn da keine Ausrufezeichen sind. Was komisch ist, weil wenn sie reden wollen, sollen sie es einfach machen. Creatures like them don't play games. Nee, sein Spielzeug, das beweisen wir ihm. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary mind flayer parasite. Who tampered with it and why? What do they have planned for us? And der Teufel der letzten Folge uns geredet hatte. That a devil comes knocking on our door. If we find those answers, we might have a chance. Okay, ich wollte aber eigentlich nur hier hinten. That's curious. Und zwar hier ist nämlich ein Buch. Ich habe vorhin über den Konflikt zwischen den Schwestergöttern. Ist das nicht das gleiche, der Ursprung, der Krieg? Wir heben es mal auf. Wir haben hier diese Notiz gefunden.
Was witzig ist, wir kommen dahinter, haben ein Buch und dahinter einen einzigen Zettel. Ein Gebet, das Sedun gewidmet ist und alle darum bittet, die Segen der Mondmaid anzunehmen und ihre Großzügigkeit teilzuhaben. Just an old prayer. Okay, weißt du mehr? An ancient prayer. But why hidden back here? What's this symbol? Have a lot on my mind. Well, in it. Nimm's mal mit. Ich wollte daneben gehen. Meine Güte. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? Weisheit auf Verbindung nutzen und ihre Gedanken lesen. Schade. Do that again and I'll leave you to bleed out in this wilderness. Understand? And watch out for Raphael. He's better at... Shit. Damit hätte ich bestimmt besser hier mit ihr mal reden können. Okay, wir laden nochmal. Wir machen das jetzt nochmal. So, der Wurf hat jetzt geklappt. Anticipation. She is testing me somehow. About Raphael. Ihr scheint auf irgendwas hinaus zu wollen, was Raphael betrifft. Actually, yes, you're right. Very intuitive. Clearly the devil was trying to sow doubt among us. I know people who work much like our new acquaintance does. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt are sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. Da bin ich froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Was für Leute kennt ihr denn, die solche Dinge tun? Scheint sich gut damit auszukennen. Ich glaube, da liegt ein wenig Bewunderung. Cunning people. Private. And very dangerous at times. Perhaps you'll meet them one day. See? Sowing doubt is an old trick. Watch out for it. And for Raphael. Fine. What's up? I don't think I've ever had a confidant quite like you. Okay, interessant. Also bei ihm haben wir Zuspruch gekriegt. Bei ihr... Naja, gut. Jetzt gucke ich nochmal nach Inspiration. Ist es wirklich so? Scharlatan. Ich müsste 5 Punkte haben. Ich habe aktuell noch 2. Ja, ich habe die echt schon verbraucht. Das ist blöd. Kann eingesetzt werden, um einen Tributswurf zu wiederholen. Ja, okay, das passt aber zu den Regelwerken, muss man natürlich auch sagen. Es gibt ja bei Cthulhu solche Sachen. Aber ich sollte mir die echt für wichtige Dinge aufheben, wo ich nicht so oft laden speichern möchte. So, jetzt haben wir natürlich hier. Das nehme ich auch noch mit, natürlich. Sollten wir diese Truhe reingucken? Oder erzeugen wir dadurch eine Riesenfalle? Yield its contents easily. Okay, Giftresistenz, Nekrotisch, Wuchtresistenz. Ein Schutzschild umgibt die Truhe und verursacht bei allen Ketzern, die sie berühren. Moment, Ketzer. Hm. Okay. Das ist schon ein bisschen Schaden, was wir hier genommen haben. Dann sollten wir mal Hauptbeeren zaubern. Die wir gleich mal essen. So. Okay. Also diese Truhe sollten wir uns später nochmal anschauen. Preisfrage ist nur, wie kommen wir da jemals ran?